Hallo zusammen im Designers Inn. Heute möchte ich euch den Stylus der Firma Duggy vorstellen. Der P508, der hier auf dem Tablet liegt, ist ca. 130 mm lang und hat einen Durchmesser von 13 mm. Die Farbe ist schwarz, wie man unschwer erkennen kann. Und das Material ist Aluminium, was sich sehr gut anfasst. Oben auf der Spitze drauf haben wir einen kleinen Tipp. Der ist dann aus Plastik. Der Duggy sieht sehr hochwertig aus, finde ich, fasst sich auch sehr gut an. Vom Design her erinnert er ein wenig an einen Parker-Füller. Sehr schick finde ich, dass er nicht gebrandet ist. Man hat also kein Logo irgendwo drauf, sondern ist wirklich ein schlichter Stift. Sehr stylisch und passt hervorragend zum iPad. Es gibt den auch noch in verschiedenen Varianten, sehen wir gleich. Den gibt es auch noch in Farbe und so. Das Besondere ist natürlich dieser kleine Tipp da vorne drauf, also dieses durchsichtige Etwas, welches das Arbeiten mit dem Tablet enorm erleichtern soll. Es ist eine kleine Feder, da ist dieser Plastikring dran. Es gibt dann auch nochmal so ein 5 Protektoren liegen dabei, damit man den Screen nicht beschädigt. Und über diese kleine Feder knickt das vorne ab, wie man hier sieht. Und so kann man eigentlich sehr genau auf dem Tablet arbeiten. Der Vorteil ist, durch diesen transparenten Ring, dass wir in dem Augenblick, wenn wir den Stift aufsetzen, nicht blind drauf losmalen, wie bei vielen, eigentlich bei allen anderen Stiften, sondern bei diesem Stylus hat man dann in der Tat das Tablet im Blick und sieht, wo die Spitze ist. Dadurch kann man viel genauer arbeiten. Es liegt dann auch noch hier so ein kleiner Ersatztipp dabei mit Feder und das sind nochmal diese 5 kleinen Plastikprotektoren, die man oben drauf kleben kann. Den Stylus gibt es in verschiedenen Farben. Der P508, das ist der schwarze. Es gibt ihn dann aber auch nochmal in Rot. Da steht dann Duggy mit drauf. Auch hier ist das Material wieder Aluminium. Der Stift liegt also sehr gut in der Hand und er eignet sich dann für das iPad von Apple, für das Asus Tablet, für HTC. Also jedes kompatible Tablet für einen Stylus, da kann man diesen Stiften dann auch drauf schreiben und malen. Hier haben wir mal einen Vergleich zu dem Bamboo von Wacom. Da sehen wir vorne ganz deutlich, so wie die meisten anderen Stylusse, sagt man glaube ich, hat er vorne so einen Gummiknubbel, mit dem man dann malen und schreiben soll. Das ist etwas irritierend, weil man die Spitze nicht sieht. Das ist natürlich bei dem Duggy extrem klug gelöst. Man hat trotzdem die größere Fläche vorne, aber durch diesen transparenten Tipp kann man halt sehen, wo man sich gerade auf der Fläche befindet, auf der man da arbeitet. Schauen wir uns das mal in der Praxis an. Bitte nicht darauf achten, was ich da gerade kritzel. Aber man sieht jetzt, das ist ungefähr meine Perspektive, die ich dann beim Arbeiten ja habe, dass ich sehr gute Kontrolle über den Stift haben kann, da ich einfach sehe, wo ich gerade arbeite. Ich nehme mal eine dünnere Pinselspitze, hier kann man es noch ein bisschen besser sehen. Also insgesamt ist das Arbeiten dann doch wirklich eher wie mit einem normalen Stift und nicht wie mit einem Stück Kreide. Das ist schon sehr angenehm. Der Stift liegt sehr gut in der Hand. Dadurch, dass es Aluminium ist, ist er halt auch nicht so leicht, sondern man hat einen festen Stift in der Hand. In anderen Tests hatte ich mal gelesen, dass es Bedenken gibt wegen dieser Spitze, dass es ein bisschen brüchig da vorne sein könnte. Kann ich nicht nachvollziehen erstmal. Also wenn ich nicht wie wild drauf rumschrabbel, macht das alles eigentlich einen sehr soliden Eindruck. Hier haben wir mal den Beispiel im Vergleich mit dem Bamboo. Oder Bamboo. Auch das Schreiben geht sehr gut. Nun ist meine Schrift ohnehin etwas seltsam. Ja, alles in allem kann man sagen, der Duggy, ein sehr schönes Produkt. Also jeder, der etwas ernsthafter mit dem Tablet zeichnen möchte, ich habe hier Sketchbook verwendet, sollte sich den Duggy mal anschauen. Eine sehr ernstzunehmende Alternative zu allen anderen Produkten, die es auf dem Markt gibt. Er sieht schick aus, er liegt gut in der Hand. Und die Idee, dass ich vorne diesen transparenten Ring drauf habe und dadurch die Spitze genau sehen kann, halte ich für einen sehr klugen Ansatz, das Stiftgefühl zu erhalten, was man dann doch beim Arbeiten ja gerne hat.
Ja, viel Spaß beim Ausprobieren und in dem Artikel zu diesem Beitrag seht ihr dann die weiteren Details, wie der Stift genau heißt und wo ihr ihn dann auch kaufen könnt. Viel Spaß und gutes Gelingen beim Arbeiten.